Ja, schönen guten Tag, liebes Publikum. Wie schön, dass Sie heute hier sind und sich den Zauberberg anschauen. Der Zauberberg wurde 1981 von Hans-Werner Geißendörfer gedreht. Und ich weiß gar nicht, ob Sie das wussten. Es gab eine 7-stündige Fernsehfassung und es gab eine 2,5-stündige Kinofassung. Und das ist ja immer so, ne? Da sind ja alle immer ein bisschen gespalten. Ich finde, beide hatten seine absolute Berechtigung, aber heute reden wir natürlich über den Kinofilm. Warum habe ich ihn ausgesucht? Geißendörfer hat Filmgeschichte in Deutschland geschrieben und ist jemand, mit dem ich heute in der Akademie noch sitze und kämpfe. Er ist im Vorstand, ich als Präsidentin. Er hat die Belange des deutschen Films und Kinos nach wie vor in den Augen und im Kopf und im Herzen. Und es ist ein Film, da spielt auch wieder eine Rolle, wer ist dabei? Es ist Hans-Christian Blech. Ich habe diesen wunderbaren, klugen, gescheiten, politischen Menschen Hans-Christian Blech kennengelernt, als wir zusammen den Film mit dem Frank Bayer gemacht haben, den Wendefilm damals, Das große Fest. Und ich wollte es auch ganz stark für Hans-Christian Blech nochmal machen, diesen sehr eigenartigen, eigenwilligen, einzigartigen Schauspieler in unserer Landschaft, ihm zu Ehren auch nochmal diesen Film zu spielen. Marie-France Pisier war dort drin. Auch sie hatte ich als ganz junges Mädchen, ich war damals 21 Jahre, habe eine erste Produktion in Frankreich gedreht, Les Gens de Mogador. Sie war die große Hauptdarstellerin dort. Auch sie ist in diesem Film dabei, Rod Steiger ist dabei. Und dann spielt es auch eine Rolle, dass Michael Ballhaus die Kamera geführt hat. Michael Ballhaus, ich meine, wer liebt diesen Mann nicht und wer hat nicht in irgendeiner Weise da schon davon partizipiert, von seiner Kamera, von seinem Wissen. Er geht bei uns in der Filmakademie ein und aus. Ich selber habe ihn kennengelernt. Ich durfte schon eine Laudatio auf ihn halten. Wir sind sowas wie befreundet. Er ist wirklich jemand, also da kommen ein paar Menschen, wo ich sage, den müssen wir unbedingt diesen Film nochmal widmen und das Publikum sollte sich da auch ganz bewusst sein, was für wunderbare Filmschaffende wir hier in Deutschland haben. Also zum Beispiel auch ein kleiner Aufruf, in die deutschen Filme zu gehen. Ich hoffe, Sie haben so viel Freude daran wie ich. Einen ganz, ganz schönen Film wünsche ich Ihnen.